Hör auf mit der Rumspritzen hier! Guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Es ist soweit. Wir haben das Checkout fast verschlafen. Und Scheiß. Zufälligerweise wach geworden und festgestellt, scheiße, in 20 Minuten müssen wir draußen sein. Deswegen alles ganz schnell gepackt und wir wollten euch das nicht vorenthalten. Wir hatten den ganzen Urlaub. Imperial Leather Marshmallow. Rich Creamy Leather. Smell delicious, sweet treats, shower cream. Immer so einen kleinen Beigeschmack von Marshmallow gehabt. Das war ein ziemlich geil. Da kann man ein bisschen, da riecht mir immer ein bisschen nach, hat so ein bisschen Marshmallow geworden. Aber wir tun das jetzt hier am besten in die Muffins deponieren und wir werden jetzt auschecken und dann suchen wir uns noch was zum Frühstücken. Ja. Und dann 19 Uhr geht erst der Flieger. Wir machen ein bisschen Zeit in London, mal gucken, was wir machen. Nee, 19 Uhr geht. 19 Uhr geht der Flieger. Nee, müssen wir zum Geburtstag sein. Ach so, 21 Uhr geht der Flieger. So, ey. Aber jetzt müssen wir wirklich gehen. Ah! Muffin! Wollen wir mal Muffin essen? Wir hatten gerade das Thema, warum liegt da Stroh im Boden? Er weiß es nicht. Genau wie Hörb, er wusste es auch nicht. Ich blende das jetzt vielleicht mal ein, damit alle wissen, was gemeint ist. Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Dann lass mir nur ein. So, um das Thema jetzt nochmal abzurunden, das war jetzt, warum liegt der Stroh auf dem Boden, Erklärung. Ronald Ronson, das wäre eigentlich was für ein Mr. Knowledge gewesen, aber nee. So, das Wetter sieht 15 Grad, bewölkt und wir haben Hunger. So, wir haben ein Problem. Wir wissen nicht, wo wir hier zum Frühstücken. Wir sind doch hier mitten irgendwo. Gehen wir mal geradeaus. Ja. Was für Essen haben wir gefunden? Wir haben bloß ein Problem, wir kommen heute Abend noch nicht zurück, weil eigentlich würden Busse fahren vom Flughafen, Züge, aber wir haben noch eine Zeitumstellung drin, eine Stunde, und die haben wir nicht kalkuliert. Jetzt müssen wir darüber noch einen Kopf machen, wie wir zurückkommen. Ja, das ist so nervig. Die Türen bleibt steckt. In London. Da sind wir gehen immer nach innen. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Wir sind ja heute in Leipzig unterwegs. Nee, die scheiß Türen, die gehen immer zum Reingehen, also rausgehen, so Flugtürenmäßig. Bei uns ist das nicht. Das ist behindert. Jedes Mal tust du zufällig ziehen. Wo gehen wir jetzt hin? Wir sind ein bisschen planlos. Richtung Wasser. Ja. Erzählen Sie mal ein bisschen was, Ronald Ronson. Wo sind wir hier? Was haben Sie denn gelernt bekommen vom Mr. Knowledge?
Los, husch. Das ist was für ein Schrebergarten. Da hat was, ne? Was sind das? Das sieht aus wie eine Raketenabschussbasis, oder? Das ist Knowledge. Hier hat sich jemand was gefragt. Ja, ich habe mich gerade gefragt, was das ist. Schön, dass Mr. Knowledge da ist und das erklären kann. Was vermuten Sie denn? Eine Raketenabschussbasis. Falsch. Das ist die Greek Monument of the Greek Fire of London City. Das war ein sehr großer Stadtbrand 1666. Es sind sehr viele Gebäude und Kirchen abgebrannt. 82 Kirchen, 13.000 Häuser zu drehen. Ja, hat 311 Treppen, kann man sogar hochgehen. Hat einen wunderschönen Blick über London City, über Teile davon zumindest. Und sie haben aber oben den Käfig drüber gebaut, weil sich auch sehr viele Leute in den Tod totgestürzt haben. Ja. Also kannst du nicht mehr runterspringen quasi. Und wenn man oben war, das kostet überhaupt Pfund Eintritt, und wieder runterkommt, kriegt man eine Urkunde, dass man die 311 Treppen bewältigt hat und somit einen Teil der Londoner Geschichte kennengelernt hat. Kriegt man eine richtige Urkunde. Mr. Knowledge, Dankeschön. Schönen Tag noch. Ciao. Na, dann hol ich mir erstmal so eine Urkunde ab da oben. Das kippt ja fast um. Vanilla Cream. Vanilla Cream. Na, dann laufen wir noch über die Brücke, gucken da drüben mal noch, hol ich mir noch irgendwo einen Kaffee und dann können wir langsam den Kopf machen, wenn wir zurückkommen. Vielleicht noch was essen irgendwo, mal gucken, was Deutschland. Ja, wir sind hier ja in London. Ich weiß nur, dass es die Hauptstadt ist. Ich hab gehört, auf der London Bridge ist Mr. Knowledge. Und vielleicht kann ja Mr. Knowledge ein bisschen was sagen. Historische Sachen stehen, das weiß eigentlich jeder. Da komme ich mal mit ein paar Fakten in die Nähe dabei. Na dann, ich bin eines gespannt. Der größten Vorurteile ist, dass es oft in London regnet. Kann man gar nicht bestätigen. Ist nicht mal in den Top 10 der regenreichsten Städte der EU. Da ziehe ich meine Brille vor Ihnen. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. 8,3 Millionen Einwohner. Die bevölkerungsreichste Stadt in der EU. In der Londoner London Underground ist die älteste und von Kilometern die längste U-Bahn, die es gibt. Es werden über 1 Milliarde Menschen am Tag transportiert. Wenn man mit dem Auto in der Innenstadt fahren will, muss man Maut bezahlen. In den Pubs ist abends um 11 ein Gong zu hören mit The Last Order. Um 11 kann man dann das letzte Mal was bestellen. Aha. War aber noch 2011 ungefähr. Dann haben sie es abgeschafft, aber es wird trotzdem noch gemacht. Okay. Ja. Was ist mit Auto und Maut? Auto in der Innenstadt muss man Maut bezahlen. Ach so. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Schöner Mist. 48 Millionen Hotelübernachtungen im Jahr hat London. Das ist mit das. Der meistbesuchteste Ort der Welt. Wo der Name London herkommt, weiß man auch nicht so richtig. Wird auf jeden Fall von Londinium abgeleitet. Londinium! Aber wo der Name herkommt und was er bedeutet, weiß niemand. Über 850 Brücken soll es circa hier geben. Nee. Doch. Okay. Was ist das, Mr. Knowledge? Meine Arme langsam schwer. Mr. Knowledge ist fertig. Mr. Knowledge hat gerade eine Nachricht gekriegt, da müssen wir erstmal zurückschreiben. Na dann, Mr. Knowledge, Dankeschön. Macht's gut. Ja, dann gehen wir weiter. Ciao. Habt ihr gehört, Mr. Knowledge? So viel über London dann. An jeder Ecke gibt es eine Kirche. Das ist übelst krass. So, wir müssen jetzt weiter nach da. Und dann die nächste rechts rein. Alter! Wir sind im Borough Market sind wir. Und
Da ist ja schon was los. Zurück bis ins 13. Jahrhundert, einer der ältesten Lebensmittelmärkte Londons. Aufgrund der Sanierungsarbeiten noch sehr gut erhalten. Schöner Trupp oben. Oh, ist ganz schön viel los. Oh, es gibt Gummibärchen. Alter, guck dir das mal an, ey. Hier ist was los. Stimmt schon, du hast nicht mehr, Alter. Die Qual der Wahl mit essen hier, ey. Ich hätte ja noch mal Bock auf Fish and Chips. Aber ich weiß nicht, wo Fish and Chips hier ist. Also ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendwo Fisch und Chips? Ist auf jeden Fall total verstopft hier. Mit Touris, so wie uns. Wir befinden uns jetzt auf dem Weg zum Bus bei der London Bridge. Zum Busbahnhof, genau. Yeah, yeah, geht ja den ganzen Tag so, ne? Im 10-Minuten-Takt ist ja immer irgendwas los, was am Abfackeln ist oder genau, warte. Ich glaube, das ist eine Hochzeitsgesellschaft. Wedding Special, oh yeah. So, wir sitzen im Bus. Geil. Wir haben eine große Diskussion mit dem Rick, warum jede Million Busse zum Flughafen fahren. Da ist negativ, dass der Netto eh noch fährt. Wir wollten mit der A8 fahren, aber wollte nicht mit der A8 fahren, weil ich mit der A8 auch hierher gefahren bin, wollte ich mit der A8 zurückfahren.
Stansted Airport. Stansted Airport. Und wir haben noch so viel Zeit. Ich hoffe, uns erstmal in der Ecke und chillen eine Runde. Jo. Weißt du, wenn er ist, filmt das nie, ne? Immer nur bei mir seine Ratte. Jam, 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 jam. Ronson ist gesättigt und jetzt ist er bereit zum Fliegen. Mit was im Magen geht das natürlich viel besser, ne? Ja. Ronson. Auf dem Mietwagen. Auf dem Mietwagen. Ladies and Gentlemen, welcome to our flight to Leipzig. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde Verspätung, aber ich. Besseren Zeitpunkt, um zu sagen, es war ein schöner Urlaub, ja. Und das ist das obligatorische Abschlussvideo und wir werden definitiv noch mal woanders hin verreisen, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, und wenn es euch gefallen hat, dann
drückt auf Abonnieren, dann liken, teilen und ihr wisst, Daumen nach oben, wie das funktioniert und dann sehen wir uns bei der nächsten Reise. Ja. Du noch was zu sagen? War auf jeden Fall geil. Ich bin gesenkt oder gehabt, aber das war gut. Das machen wir war auf jeden Fall geil. Ja. Ja? Ja. Noch irgendwelche sentimentalen. Ich freue mich mal nicht so viel zu loben jetzt. Okay, also bis dann. Ciao!